As I mean, we bring in the master. Nachts im Fortnite? Epische Spielzeit verbringen Kinder und Jugendliche aktuell mit einem neuen Computerspielphänomen und es leert nebenbei auch ihre Portemonnaies. Statt zu schlafen wird einfach nachts weitergezockt, wenn die Eltern es nicht bemerken. So, lesen wir es. So? Max ist so wie 14-jährige Sinn. Secure the area, keep the bombs protected. Gleich lesen wir weiter. Warte. So einen geilen Zeitungsartikel. Der wird jetzt erstmal gleich richtig schön genüsslich verzerrt. Ja. Also, genau. Diese Zeitung. Nachts im Fortnite. Wie ist es denn nachts im Fortnite? Nachts im Fortnite? Ja, da. Nee, ich glaube nicht. Ganz böse. 10 seconds to insertion. Nachts im Fortnite. 5 seconds and counting. Platzierst du auch fleißig deine Gadgets? Nein, Mann, du bist Monster! Was? Ich hab da wieder was, Ben. Oh, hab ich deine Kamera gemacht? Ja! Oh, I'm really sorry, mein Ben. Sieh jetzt not in my attention. Ja, mach das. Ich hab ne Pistole dabei. Ich meine Camps an. Meine Camps sind scheiße. Ich muss ran. Meine eine, die ich bestimmt gespielt habe. Boah, geil. Ich würde dir einen Header geben, leider. Deine Camp kann ich meine wegmachen. Zweite, guck meine zweite. Okay, meine zweite, deine zweite. Alter, sick, sick, sick. Sick view. Ja, sick view of the game and all and stuff. Alter, hörst du eigentlich Andi unter der Dusche hier? Hörst du ihn pfeifen? Das ist Andi, das haben wir bei dir rausgekommen. Das Blut ist von Andi, weil er ausgerutscht ist. Ey, Jan, hast du schon das Halloween-Event in Rainbow gespielt? Nee. Das musst du mal machen, weil das Andi unter der Dusche. Wirklich. Ich glaub, ja, ich weiß, cool, ich weiß, dass wir beide schon jetzt. Ich glaub, es ist. Also, Sing Samman ist ja auch sein. Die Kiddy gehen gerade gegenseitig. Ich jump jetzt raus. Weil nicht heute. Ah, der erste Sörmal in My Age Geschichte. But he's on 20 HP. To your left, to your left. Gut, ich bin nochmal weg, tschüss. He's in there, was ist there, mate? To the right, to the right, to the right. Left, 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 behind you. Oh, too many, sorry. Es ist Tremis online, it's on YouTube, natürlich. Klickse yes, klickse yes. It's on the YouTube, natürlich. A new YouTuber. Friendly, last operator standing. Okay, let's read weiter. So. Funktioniert denn auch alles technisch? Mal noch ein halbes Kind, mal ein kleiner Macho. Wow. Doch an den Wochenenden verwandelt sich Max. Dann ist er ein Krieger. Oh. Dann spielt er Fortnite, das Computerspiel. Stundenlang, manchmal den ganzen Tag. Dann dringen aus seinem Zimmer Wutgebrüll und Schimpftiraden. Wörter und Flüche, von denen man gar nicht wusste, dass er sie kennt. Aus dem Kinderzimmer wird ein Schlachtfeld, das über den Schirm in die Wohnung flimmert. Wow. Die Nachbarn klopft dann öfter an die Wand, damit Ruhe ist. Max spielt einfach weiter, bis auf einmal die Eltern Gutscheincoupons für das Spiel im Wert von mehr als 100 Euro finden. Ja, warte. Dabei verlangen die Macher von Fortnite, das im August von 78 Millionen Gamern gespielt wurde, gar kein Geld. Zumindest am Anfang. Epic Games aus Relay im US-Bundesstaat North Carolina bietet die Spielesoftware kostenlos an. Für den PC ebenso wie für diverse Spielekonsolen sowie seit August für Android-Smartphones. Die Eintrittsschwelle hat Epic Games so niedrig wie möglich gesetzt. Jeder soll mitspielen können. Geld verdient Epic Games nicht mit dem Verkauf des Spiels, sondern mit kostenlosen Zusatzangeboten für leidenschaftliche Gamer. Satte 2 Milliarden Dollar wird der Anbieter nach aktuellen Prognosen mit Fortnite 2018 weltweit einnehmen. Spieleblockbuster nennt man das.
Fortnite ist der neueste Vertreter einer Generation von Computerspielen, die direkt auf die Instinkte der jugendlichen Gamer zielen, um ihre ganze Aufmerksamkeit buhlen und um ihre Geldbörsen. Die Mechanismen ähneln sich immer. Das Basisspiel Your drone has found ist a bomb. Das sogenannte Free-to-Play mit da zwei Software umsonst im Netz verfügbar. Doch wer schnell nicht viel vorankommen muss mit seinem Freund mithalten will, der muss echtes Geld in die Stelle investieren. Das ist doch nicht so geil. Proceed to bomb location and defuse it. Ist doch nur fürs Spiel, hä? Ja, ist ja auch so. Naja, bei FIFA ist es so, aber wenn man dann Fortnite ist... Swapping bags! Mir egal. Egal, lesen wir weiter. Dass die Spielefreizeit verschwindet. Nur Nebeneffekt. Die Spielmechanismen sind dazu entworfen, möglichst das gesamte Taschengeld in den Kopf zu schöpfen. Hörst du? Ja, ich höre mich. Das gesamte Taschengeld. Man bekommt nicht sehr viel Geld von seinen Eltern. Trotzdem ist seine Schreibtischschublade voll mit Bombs für die virtuelle Spielwährung. Stabilizing. Bugs. Thanks you. Ja, thanks gerne. Die hat er sich an der Tankstelle geholt. Irgendwann wurde ihm das zu aufwendig. Er stellte sich ein PayPal-Konto im Internet, verknüpfte das mit seinem Jugend-Giro-Konto und zahlte im Internet. Bis die Eltern die Bonds in der Schublade entdeckten und nachfragten. Die Bonds. Dann folgte ein Kinderzimmer und der Entzug des Kontozugriffs. Eltern fühlen sich oft machtlos gegen den Sucht von Spielen wie Fortnite. Und, warte, das kommt später. Und deren Suchtpotenzial. Das System wird von den Herstellern gern kopiert. League of Legends, World of Tanks, PlayerUnknown's Battlegrounds für Konsole und PC oder Clash of Clans, Pokémon Go und die Sims für Smartphone. Top 4 last stop standing. Free to play. The diffuser has been recovered. Allesamt schnellen Spielfortschritt und schönere Online-Erlebnisse versprechen. Mission successful. Gegen Geld natürlich. Doch kein anderes Spiel hat derart schnell so viele Anhänger unter Jugendlichen gewonnen wie Fortnite. Fortnite bedient sehr geschickt und nahezu perfekt Wünsche und Gefühle junger Teenager, insbesondere von Jungen, erklärt der Bremer Medienpädagoge und Erziehungsberater Markus Gerstmann. Give me back, please. Give me back. Give me back, please. Back. In Deutschland. Back, wee, wee, back, back. Give me back. I love how French people say back. It's okay. Awesome. Just keep going. I love you. Keep it going, man. Keep it going. No problem, no problem. No problem. Warte, ich bin noch nicht fertig. Fortnite bedient sehr geschickt und nahezu... Achso, hatten wir schon. Markus Gerstmann, genau. Der Duellmodus Battle Royale erlaubt, sich mit gleichaltrigen Freunden... Natürlich gleichaltrig, so. Es ist einfach... Das hätte ich über 15 sein. We need to locate a bomb. sich mit gleichaltrigen Freunden und Bekannten im virtuellen Kampf auf einer Insel zu messen. Die Spielgröße erzählt der Experte ist extrem geschickt gewesen. Extrem drone has located a bomb. 100 Spieler treten pro Runde an, nur einer gewinnt. Wer unter den ersten 10 eine Runde ist, kann damit bereits angeben. Your drone has found a bomb. Kann damit bereits. guck dir mal den Jäger an. 10 seconds. Mann, hast du nicht mehr gesehen. Warte. Insertion in 5 seconds. Gleichzeitig ist die Zahl der Konkurrenten klein genug, sodass auch weniger Spieler reale Chancen haben. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Den Rest gönnen wir uns danach. Alter, Efe, da hast du ja auch eine Chance. Nein! Granate? Nein! Screenshot die jetzt, Screenshot. Nein! Eine Werfengranate. Jan? Yeah, no problemo, my friend. Gib ihm mal, Header. Please, Christian, please.
please Regen. Regen, Regen. Oh, thank you. Thank you, thank you. Yeah, no problem, no problem. Ja, no problem. Lukas ist Efe. Wer rausfliegt, kann vor dem nächsten Versuch starten. Noch eine Runde, noch eine. Ist Max süchtig nach Fortnite? One up, four remaining. Ich würde sagen, ja, gibt er selbst zu. Was ist der Reiz für ihn, stundenlang auf den Rücken seiner Figur zu gucken, die schießend und axtschwingend durch eine animierte Landschaft läuft? Mit Freunden zu spielen, die auch online sind. Gemeinsam ein immer höheres Level erringen. Und natürlich episch. One friendly operator remaining. Alles bequem vom PC aus. Rausgehen, sich mit Freunden oder Mädchen treffen oder Sport. All das fällt dem Spiel zum Opfer. Titel wie Fortnite erwischen die Jungen in der verwundbaren Phase. We have been eliminated. Sie verändern sich, kommen mit der Realität des Kinderzimmers nicht mehr klar, sind noch nicht in der Erwachsenenwelt angekommen, ziehen sich vielleicht um. Die Spiele bieten ihnen eine Welt der einfachen Erfolge, erklärt Medienpädagoge Gerstmann. Hinzu komme der Druck der Gruppe. Alle spielen aktuell dieses eine Spiel. Wer nicht mitmacht, ist raus. Das Basisspiel ist ab 12 Jahren freigegeben, nominell. Doch der so extrem populäre Battle Royale-Modus ist nur als Online-Download verfügbar und benötigt deshalb in Deutschland Fortsetzung auf Seite 42. Wo ist denn das? Deutsch, ach ja, cool. Nein, das geht ja noch so lang weiter. Nein! Geh mal einen Rang, bitte. Da keine Alterseinstufung. Medienpädagogen empfehlen 14 Jahre als Altersgrenze. Nicht Eingeweihte verstehen die Welt von Fortnite nicht. Das beginnt bereits bei der Sprache. Max sitzt in seinem Zimmer, hat Kopfhörer auf und ein Mikrofon vor dem Mund. Das immer gleiche Bild zeigt sich in anderen Kinderzimmern. Manchmal spielen auch ältere Männer mit. Dieser Satz. Max erzählt etwas von dem Battle Pass, den man braucht, um seinen Spielcharakter schneller auf ein höheres Level zu befördern. Hä? Braucht man ja nicht. Stufe deinen Battle Pass auf, um mehr als 100 Belohnungen freizuschalten. Im Normalfall werden dafür 75 bis 150 Spielstunden benötigt, heißt es im Spiel. Das dauert dir zu lange, du kannst dir bis zu 100 Stufen für je 150 V-Bucks kaufen. Wer die Angebote annimmt, schaltet neue Spielfunktionen frei. Max berichtet von seinen Skins, die das Aussehen der Figur modifizieren. Manche spielen mit guten Skins besser, es motiviert sie, erklärt er. Medienpädagoge Gerstmann kennt das Phänomen. Wer seinen Spielcharakter perfekt individualisiert, erntet Anerkennung im Freundeskreis. Also vor allem perfekt, so, du kannst einfach falsch. So, und dann, ne? Grund genug für die Spieler, echtes Geld für virtuelle Kleidung zu investieren. V-Bucks, die Spielewährung, können Gamer online kaufen. Nur Gamer. Dazu benötigen sie eine Kreditkarte oder einen Zugang zum Online-Zahlungs- PayPal. Wer dafür zu jung ist, kauft mit Gutscheinen im virtuelles Guthaben. Hi there. Später weiter. Viel Zeit für Hi. Also die Hälfte. Please stock. Eats clap. Oh, scheiße, die ist runtergefallen. Ich hab das im Griff, warte. Ah, yes, hello. Hi. Hi. So, wir fängst am Hals. Please talk. Please step. Oh. Wie geht's das Geist? Ich hab ein mega geiles Hintergrundbild. Der eine ist AFK? Ich hab ein mega geiles Entsperrbild bei meinem Handy. Ist aber erstmal so ein Fortnite-Charakter. Und wenn man dann gedrückt, wenn man dann gedrückt hält, auf dem Screen, erscheint eine Figur, die dann dabbt. Nein. Aber den Fortnite dabbt. Ja, hab ich. Mach's mal weg. Wie war's eigentlich? Secure the area, keep the bombs protected. Ja, nice. Ja. Gut. Yes, I'm going to reinforce the hedge. Ich auch. No. Hey, warum wieder nicht? The rook is going. But I got one. Op4 located a bomb. Protect it. Ui. Bomb location compromised. Plan accordingly. Down to 10 seconds. Du musst danach aber noch zu Ende lesen. Ja, mach ich. Weil die Stream-Zuschauer jetzt auch blenden. Swapping Mags!
Ist der Laser noch da? Bomb located by Option. Ist er online? Also er ist online im YouTube. Ist er? Aber er spielt ja Regen. Also warum sollte er streamen gucken, wenn er auf den Anzug kann? Er spielen kann. Ich weiß es nicht, weil er John Laser ist. Ja, gut. Activate Camera. Warum bald ist klar, dass der stirbt? Funny Hanks. Ist John Laser. Biff? Ich weiß nicht, von wo habe ich früher gerade abgeschossen. Ich bereite mir Sorgen. Interrogation. Nein, da ist noch einer! Nein! Er hat ihn geteamkillt! Scheiße, ich bin tot. Aber einer ist tot. Ich wollte interrogaten, aber da war noch einer. Changing Max! Na? Jetzt habe ich meine Killies bekommen. Racing. Ja, mit Drohnen holen oder so. Ja, yes, zwei so wann okay. Unsere Drohnen holen? I'm continuous reading. So. Über 100 Euro hat Max bereit investiert. Viel Geld für einen 14-Jährigen. Das Problem, andere Spieler geben noch mehr aus. Sinkende Taschengeldkontostände, fallende Schulnoten, Kinder, die immer länger im Kinderzimmer verschwinden und morgens müde am Frühstückstisch sitzen. Cordula Dernbach, die hat's im Griff. Von der One friendly operator remaining. Aschaffenburg, das Experten für Computerspiele. Locker. Einfach Cordula, die locker. Lässt ja. Wir den. Sie kennt die Fortnite-Symptome aus der Beratung. Wann ist in the kitchen? Fein andere Freizeitaktivitäten. Wann from the center? Hallo, nimmt immer mehr Raum im Alltag der Kinder ein. Dann tauchen die Kinder nicht mehr zum Familienabendessen auf und spielen die Nice one. Ab da leiden auch die Noten. Die Kinder sind morgens müde, Hausaufgaben sind lästige Ablenkung. Okay. Ja, aber als ob so Spaß an Hausaufgaben hatte. Die Online-Computerspielsucht ist seit Juni in der Neufassung ICDU des Diagnosekatalogs der Weltgesundheitsorganisation aufgenommen. Unter der Nummer 551.0 finden Ärzte die Anforderungen für die klinische Diagnose. Das Verhaltensmuster muss so schwerwiegend ausgeprägt sein, dass es in einer signifikanten Einschränkung im persönlichen, familiären, beruflichen oder schulischen Umfeld resultiert. Und das mindestens für 12 Monate. Solche Fälle kennt Dernbach bereits. Im Extremfall vernachlässigt man wieder den eigenen Körper. Gegessen wird Fastfood vor dem Bildschirm. Unterwäsche wird tagelang getragen, selbst der ganze Toilette fällt aus. Die Spielrunde lässt sich schließlich nicht unterbrechen, eine Pausetaste gibt es nicht. Also wird in die Flasche gepinkt. Tari! Reicht das Taschengeld nicht? Mit heimlichem Portemonnaie der Eltern ausgeräumt. Wer so weit ist, dem kann durch bloße Verbote oder Beratung meist nicht mehr geholfen werden. Dann sollten die Eltern kommentiert Dernbach. Eltern haben nur wenig Kontrollmöglichkeiten, weiß Medienpädagoge Gerstmann. Wird der heimische Router dicht gemacht? Dann gehen die Jungs mit ihrem Laptop in öffentliche Räume mit WLAN. Dann spielen bei Freunden weiter. Wird die Spielekonsole nachts warte? Let's shake someone. So. We put something on there. We play this. And yes. Wird die Spielekonsole nachts eingezogen, tut's auch das Smartphone unter der Decke. Viele Eltern sind tagsüber nicht zu Hause. Zudem ziehen sich pubertierende Kinder gern zurück und schalten mit einem Griff auf der Tastatur schnell den PC-Bildschirm auf das Fenster mit den Hausaufgaben. Was? Need to use your drone to locate a bomb. Wenn sie die Eltern... Ach du! Wenn sie die Eltern im Flur hören. Wer hat Hausaufgaben online? Ja. Die Schaden über Waffen zerstört ist, komplette Verbote sind keine Lösung, meint Gerstmann. Die Kontosperre ist einer der wenigen Siege von Max Eltern in der persönlichen Fortnite-Schlacht. Die Frage nach der wöchentlichen Computerzeit hört Max nicht gern. Muss man das erwähnen? 35 Stunden in der Woche vielleicht. Insertion das sind in 5 Tage à 5 Stunden. Oder eine Arbeitswoche in manchen Branchen. The diffuser has been secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Reload! Ich bin
Bist du irgendwie... Ich bin so dumm. Was hast du getan? John Hall wieder? Nein, Sport League. Ich hab erst ein Alibi... It's Randall's Bark. Alright, we use it. Dann dachte ich halt, die Alibi-Drohne wäre die Alibi und hab mich hingelegt, hab vor der quasi... Drohne auch. Du weißt, was ich meine, geduckt. Aber eigentlich war ich auf der völlig anderen Seite. Oh, Strike, das Glück. Ja, nice try. Ja, nice try, guys, nice try. Bomb spotted! Maybe another try. Got Mira. Got Mira. Front and side, man. Warte, ich versuch die Miras zu öffnen. Give me a second. Nein! Um Gottes Willen. Oh Gott, oh Gott. Torch out! Maybe another try? Can you just get the bandit shot? Prisma down. Prisma down. C4, Cap. Well, I think he threw it, but it got killed by the bandit. Mira's down. Mira dead inside. Guys, I'm on the 3 HP. I'm going to try to open the mirror. Reset. Give me a sec. I'm never so open. Ganz klar, du kriegst es hin, Reset, oder ist es zu anspruchsvoll? Reset? Ich kann dich downen, aber... Ja, ich bin halt direkt bei dir jetzt. Achso, ja, ich... You can open Ibana. No Bandit. You can open if you want. Ich versuche mit der Drohne zurückzukommen, yeah. An allen Leuten vorbei. Sehr geil. Versuch dich damit... Ja, ich bin Jäger in der Ecke. Okay, ich komme. Geil. Ah, der Jäger ist hier! Wenn ich den jetzt nicht bekomme, ne? Ich versuch den zu bekommen, warte. Da ist ein Jäger, pass auf, der kommt direkt. Ich drücke mal rein. Wenn ich renn mal weg, ich suche ihn. Ey, du mal ab, ich suche ihn. Ey, du ab, oben. Ich sag dir, wo er ist. Er ist hier. Stairs. Okay, no. Wenn er kommt, hab ich ihn. Alter, hier, er ist hier. Oh, fuck. Drin. Komm, wir pushen, komm. Und los. Let's go. It's Valkyrie on top. Er ist noch drin. She's very. Jager transition. Careful. Transition. Was meint er mit dem? She's that behind the one. Right. Und ich sehe nicht. Hä? Go for Valkyrie, go for Valkyrie. Go plants. Cover. Sie ist da vorne in der Garage. Diffuser is active, protected at all costs. Careful stairs. Cover stairs, Twitch. Yes. She's at the mirror and connector. Nice. GG. Four eliminated. Good game, guys. Good game. Yeah, man. Good game. Okay, well played. That's it. Have a nice day, guys. Goodbye. So. Oh, wait, what? Und was macht Max, wenn er nicht spielen darf? Ich habe dann keine Entzugserscheinungen. Dann gehe ich eben in die Schule, mache was für die Schule, schlafe, esse, mache was mit Freunden, gucke Netflix und YouTube. Fortnite ist ein großer Bestandteil meines Lebens. Warte. Oh. Wow. Warte. Warte. so. Nice. Sein großer Bestandteil meines Lebens, aber nicht das Wichtigste. Seine Eltern sehen das anders. Sie hoffen auf Abnutzungseffekte. Jedes Teenager-Phänomen ist zeitlich begrenzt. Jedes. Schaden gilt es, den Schaden zu begrenzen. Max muss nun Regeln folgen. Spielzeit, Schulnotenniveau, Kostenrahmen. Hält er sie nicht ein, beruht der harte Entzug. We unpack the wall and might kill the armor pack. Gleich lese ich dir noch so einen geilen, total verbindlichen Artikel, der dazwischen geklemmt ist. Boah. Dann werde ich durch damit. Ich hab keine Lust mehr. Someone impact this, please. Advised, yeah, bomb four is bound to bomb. About first, maybe the armor. Hast du hier mal die Edge aufmachen? 10 seconds to insertion. Ja, okay. 5 seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Ich spiel oben mal. Floor is secure. Yeah. We got the hat. Vor allem, das trifft so auf Dari zu.
So gar nicht auf Tanz. Dari muss auch auf knallhart. Hey, unten vor der Dorsen gleich. Das hoffe ich. Also hier direkt vor der Dorsen. Ganz in front of main door. Glass, it's glass smoke. Okay, also go. Mal vielleicht they're in the second carriage. Wo ist der Smoke? Wo ist der Smoke? Careful. Okay, I didn't see him. Glass is already in. Wo ist der? Yeah, it's Zetcher. Ich weiß jetzt nicht. Einer ist drin. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich weiß nicht, der ist irgendwo oben. Er ist pretty right. Do you hear the stairs? There is Kapital. Dein, ja, Library ist, glaube ich, oder? Friendly, last operator standing. I have no idea how he didn't die. He's on one health. One health. Kapital's on one. He's on one. Das noch einer, das noch einer, das noch einer. Da ist einfach ruhig, sei mal ruhig. A glass is planting on map. Op 4 has placed a diffuser near a bomb. Obviously. Destroy it. Diffuser located. Protect the bomb. Disable the diffuser. You will be detected if you remain in this area. He's prone there. Oh, what? He's one health. We're eliminated. Mission failure. Oh, he's one health. Alles klar. Oh, he's one here. Okay, geil. Erziehungsberater und Medienpädagogen halten ein Totalverbot von Fortnite und Co. nur in Extremfällen für ratsam. Es führe zu Frust, Streit und stigmatisiere Kinder gegenüber Freunden. Ja, gerade. Jetzt pickt doch nicht die ganze Zeit Ash. Gib mir eine Sekunde. A second for the better, you know. So. Eltern sollten stattdessen zuerst mit ihrem Kind darüber sprechen, wie viel Zeit es mit den Spielen verbringt und was es für Folgen für das eigene Leben hat. We need to locate a bomb. Hilfreich sei es, feste Ziele zu vereinbaren. Hausaufgaben haben Priorität. Schulnoten sollten ein bestimmtes Niveau halten. Sport gehört mindestens zweimal in der Woche dazu. Zeitbudgets für das Spielen geben einen Rahmen. Wären die Schulnoten besser, ist mehr Zeit erlaubt. Wer Minuten genau den Stecker zieht, zeigt wenig Verständnis und riskiert Frust und Streit. Und viele Spiele lassen sich nicht mittendrin abbrechen. Stattdessen sollten Eltern einfach für die letzte Runde des Tages daneben sitzen, sich selbst ins Spiel einlesen und mitspielen. Wenn Kinder einfach bei Freunden mitspielen, sollten Eltern aus dem Stich in der Gruppe, etwa beim Elternabend, suchen. Wer die Zeit umsetzen will, kann in vielen modernen Routern Zeitbudgets für einzelne Internetgeräte definieren in und Spiele nachts. Auch Spielekonsolen wie die PlayStation 4 erlauben dann Spielzeit zu beschreiben. Wenn Kinder auf der Gemeinschaft erreichbar sind oder Vereinbarungen bewusst unterlaufen, sollten Eltern professionelle Hilfe bei einer Erziehungsberaterin suchen. Das war's. Na, wie geht's? Wie steht es nach dem Artikel? Wo sind hat sie? Mein Leben verändert. Ja. Er selber, er selbst objektiv. Tanzi. Da oben. Tanzi. Alter. Reloading! Überall abgeheben und dann glaubst du einmal lang, kommt die, ne? Ey. Watch out, Glass, to your left. Ich denke, she's dead. Ja, also, mal aufpassen. Ja, ich glaube, ich richte mir selbst eine WLAN. In der in ihrer eigenen Fortnite-Schlacht die Eltern. Ne? Ja. Mach mal die Miras auf. Oh, was sind das für Scheiße, Mira? Oh. Mama ist ADS weg, glaube ich. Warte, ich. Nein, 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 nicht an die. Oh, nein! Marsch, Alter. Cover me! Reloading! Nice, eben. Hä? Ich hab's weggemacht? Ja. Aber hast du mega lang dafür gebraucht. Ey. Jetzt mal bitte keine Kritik, ich bin gut. Doch, he is clear right now. Weil du nicht den neuesten Battle Pass gekauft hast. Wenn du für den Top. Actually. Ah, da ist jemand auf den Stairs. Rechts auf den Stairs, ja, ja, genau. One on stairs, Maverick and. I'm planting in B. The Myra. Geh rum zum Window, geh auf die andere Seite des Hauses. The user is active, protected at all costs.
last operator standing. Nice. Yeah, good game, guys. Mission successful. Good game. Yeah, good game. Well. You saved me, man. Thanks. Mit wem redet? Ja, no problem. Ich glaube, er meinte mich nicht. Ich glaube, er meinte mich, als ich den Valkyrie-Anhalt gesagt habe. Wir sind unten. Wir sind unten. Wir sind unten. Ja. Ich werd mal die Mira picken. Please don't reinforce the left of the garage until the round starts, because I'm going to place the Eva outside. But it would be nice if someone could reinforce like directly behind me if they ran in. Wie? Machst du das? Ich weiß es nicht. Thank you. I'll tell you, man. Er macht's ja. Ich glaube, das ist. Oh, ist der Bild effektiver? Advised, Op 4 has found a bomb. Wall secured! Get a good look at them. 10 seconds to insertion. 5 seconds to insertion. Located a bomb. I can't place it. I don't know why. Sorry. Loading full magazine. Got that, man. Soll ich dir helfen? Ich hab da auch noch eins gefasst, dann kann man. Kannst du mal da hinten? Sag, wenn du irgendwo Hilfe brauchst. Also da kann er. Ja, Lysium Watch ist das, ja. Fuck. I have no more. Er ist offen. Op 4 located a bomb. Protect it. Scheiße. Wo war das? Du? Oh, scheiße. Oh mein Gott, okay. Ich bin auch da unten. Ah. Thank you. Once in blue. Oh, ich bin gerade. Ah! Fucking man! Sei on site, man. Der Talman vom Backstairs. Nice, behind you. There might be. Okay, maybe I'm wrong. Last step. Yeah, one back. To your right. One friendly remaining. Shit, sorry. Okay, there's one on that door. Yeah. I want outside the garage. Maybe inside, I don't know. It's probably in. Nice up. Op 4, last operator standing. Nice. Try to probably outside. The bomb. The clean. To left. Nice try. Fuck, that was close. Op 4 has successfully defused a bomb. Mission failed. I have no idea overtime, eigentlich. Boah, kennst du Overtime von Dude Perfect? Nein. Oh, Dude Perfect ist auch so. Dude Perfect. Boah. Wieder der Intro-Song davon ist so richtig. Boah. Ich spiel mal eine Runde Blitz, obwohl ich denke. Sorry, I do nothing in this game. Dir gleich, hallo. Can we have a touch? Welcome back to Overtime. Need to use your drone to locate a bomb. Nicht du?
Ey, wir müssen noch unser Deutschzeug machen, ja, mit Dari. Your drone has found a bomb. Machen wir dann next week, würde ich sagen. Boah. F steht für Dari, der was unternimmt. Boah. Danach spiel ich aber gleich. 10 seconds to insertion. Okay. Können wir eine Runde, eine Round 5 seconds to insertion. Mal gucken. The diffuser has been secured. Proceed to bomb location and defuse it. If? Mal gucken. Warum? Ne? Aber warum? Warum? Was willst du sonst machen? Ich weiß es nicht. Bist du Blitz? Ja. Warte, ich doch mal vor. Ja, das ist erstmal eine Barricade, wir können rein. Da ist eine Alibi, da ist einer da. Mach ihn mal auf, okay? Alibi ist on ping. Harte Reaktion. Wait. Alibi hat den Reinforcer. Ha. Er sieht da immer noch, ja. Okay. Device is going dark. Jetzt die Drohne ist weg. Was? Als ob er nicht mehr da ist. Narrative. Someone downstairs, I think. Okay. That's what's other probably in dining. Oh my god. What? Reload! Make clear! The plan? The plan, huh? She's coming over the hallway. Ah, du hast den richtigen Code eingegeben. Protected diffuser. Upstairs, upstairs. The hatch. Upstairs. Ash. Wait, I'm going to... Reloading! Stay under the diffuser. Yeah, I'm below it. Nice. Main entrance. Very nice. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Ich will kein Overtime. Oh, Overtime, warte. Apropos. Bist du eigentlich noch da? Du sagst mal nichts. Ja, ich bin da. Ja, we win, boys. We won the 55th. Ich glaub ihn hier. Ganz friedlich und freundschaftlich. Er steht für Dari, der kacken muss. Ich hab Hunger. Alfie the Fatman. Haha, fett. You can use your drone to locate a bomb. Die sind, glaube ich, wieder same. Be advised, your drone has located a bomb. Jo. Upstairs. Upstairs? Oh ja. Library? Where upstairs?
Oh, sure. Okay. 10 seconds before insertion. Ja, hä? Ich sag so, mehr ab. Oh, we just go for A-bomb and just do a quick bomb. Is now secured. Watch out for bomb. Need to bomb location and defuse it. Warum mache ich das eigentlich? Ganz friedlich und Freundschaft. Wer bist du tot? Ja. Warum gebe ich, warum bist du immer am Anfang der Runde so unaufmerksam? Hallo, Mann. Oh, da war jemand. Someone is downstairs. It's Jäger, second garage. Der ist deutsch. There's someone in the bathroom. Wo war der downstairs? In front of you, maybe breach the wall. Oh, ich dachte, du springst runter. They clear the blast! Jäger's in the dining hall. He's first floor. He's in the hallway. The dining hall one. Yeah, he was. One of them's right on A-bomb. Ich hab vergessen, dass sie hier sind. Oh mein Gott, ich bin dumm. Ich hab deswegen gedacht, da weiß das andere. You have located a bomb. That's a mirror. Oh, scheiße. Ah, oh, Mann, Team Chat. How's that one's downstairs? Oh no, they're not. It's on tight, it's on tight. Sorry. All of them? I think no, so. No, I hear one, like, I bet. Last operator standing. Alright, both on site. Pretty sure. Das kriegst du hin. I don't know. They're the Jäger, so careful with this. Der Spiegel müsste auch irgendwie. On your right, there's maybe a right. Four last operator standing. Left side. 10 seconds. In the doorway. 5 seconds remaining. All friendlies have been eliminated. Sorry guys. Should just fake. Ja, aber das hört man doch draußen überhaupt nicht. Ja, ach so, aber wo ist denn jetzt auch ein? Weil ich den immer erst zum Ende wegräume. Das müsstest du eigentlich wissen. Na, zum Ende. Ja, garantiert. 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 Mir ist überhaupt nicht kalt. Mit wem redest du? Mit meinen Eltern. Ah ja. 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 Protect the bombs. Es kippt aber dauerhaft. Warum kann ich es markieren? Wir verlieren wir mal konstant. Das ist eigentlich auch so. Ja, aber ich hoffe einfach, dass wir gewinnen. Legion, do you have impact? Oh, actually, don't worry. Ready. 10 seconds to insertion. 5 seconds. Bomb location secure.
Gott, hör doch auf, immer gleich am Anfang zu sterben. So wie ich letztens. Jammer activate. Ja, gut. Und der Typ, der geht immer mit. Oh mein Gott, ist das scheiße. Ich kann Ihnen in 3 Minuten helfen. Op 4 located a bomb. Protect it. Aus dem Kanal. Was machen wir hier gerade? Hä? Once in master bedroom. Jackal's up. Yep. Yep. Kevin, I wouldn't like. Yeah, I'm gonna copy that thing. I would, he has SMGs. And the NACOG. Oh, SMG. SMG is pretty strong. At long range? Well, stronger than like the Kevera SMG. Oh, nice, nice stuff. For sure. Plate. Zeko's still upstairs. One friendly nope. Remaining. One is outside the trophy. Yeah. Yeah. Mission failed. Nice try, guys. Were eliminated. Okay. Hip, hip. Yeah. Spielst du dich? Was? Also jetzt eine Runde FIFA? Ja, vielleicht ja, komm ja. Defeat heißt, aber den ultimativen, ne? Würde ich also sagen. Verloren halt quasi so. Nee, verloren. Mein Gott, mit wem redest du? Wenn ich die Leute wenigstens höre. Ring in the Master. Ring in the Master.